Man hat mich gebeten, mal zu zeigen, dass auch Frauen vernünftig rückwärts fahren können. Und dem möchte ich heute gerne nachkommen. Aber immer dran denken, safety first. Bist du sicher, dass du die richtigen Schuhe anhast? Ja, ja. Alles drin? Ja. Oh nein. Sie versucht rückwärts zu fahren, rückwärts aus dem Carport zu kommen. Ich glaube nicht, dass ihr das gelingt. Abgesehen davon, dass sie mich wahrscheinlich über den Haufen fahren wird. Oh, oh nein, bitte nicht. Und das Ganze noch mal von vorne. Nein! Oh, ich glaub's nicht. Was willst du denn beim Nachbarn? Nach einer gefühlten halben Stunde. Na, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Gut, dass wir das filmen. Das würde uns kein Mensch glauben. Verdammte Scheiße, das muss doch irgendwie... Ach, Handbremse. Ah, endlich. Jetzt passt es. Ah! Oh Gott. Ich glaub jetzt. Moment. Ich glaube, diesmal ist es. Oh. Ist es wohl passiert? Was war denn? Was? Nichts! Es ist mein Auto! Also außer mein Mann. Aber ansonsten. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Das kann man doch irgendwie fixen. Ich habe gerade frisch gepflanzt. Bepflanzt. Ja, nun. Ja, fast vor meinem Fluggerät geflogen. Ja! Und ist es passiert? Mein Auto? Dein Auto, mein Esel. Und jetzt zeige ich euch, wie man es richtig macht. Teile gegen allgemein fahrende Autofahrer, ja. Habe ich viele, egal ob Männlein oder Weiblein. Es gibt so viele, die nicht Auto fahren können. Ich zähle mich jetzt mal nicht dazu, auch wenn das jetzt alleine nicht der Beweis dafür war. Aber ich hoffe, dass man damit vielleicht besonders Vorurteilen Frauen gegenüber, die Auto fahren, ein wenig entgegenwirken konnte. Und hiermit möchte ich mich von euch verabschieden und sage das, was ich immer sage. And you know, thanks for watching.
Gut. Kann es nicht mehr zuschauen. Laber, 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 laber. Und wir fangen nochmal von vorne an. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist das Wort zum Sonntag. Geschaut habe und sage das, was ich immer sage. Sammelt für meinen Esel. Nach vorne. Wow.